Die fehlende Rückwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 jenseits von PS4-Spielen, suboptimale Emulation von N64-Spielen auf der Switch und jetzt ein verkorkstes Remaster-Vorhaben in Form der GTA Remastered Trilogy. Sony, Nintendo und Rockstar sind wahnsinnig erfolgreiche Firmen, deren Erfolg auf den Errungenschaften vergangener Spiele aufbaut. Nur eben jene Klassiker wiederzubeleben, fällt diesen Industriegiganten scheinbar schwer. GTA ist da nur die neueste Enttäuschung. Drei absolut wegweisende Titel des Open-World-Genres sind jetzt nur in verbackter, ruckeliger und meiner Meinung nach auch schlicht sehr unansehnlicher Form erwerbbar. Und das alternativlos, da Publisher Take-Two dafür gesorgt hat, dass vergangene Re-Releases aus den digitalen Stores entfernt und sogar Mod-Angebote mit Unterlassungsklagen dicht gemacht wurden. Schaue ich mir etwa die Original-PS2-Version von GTA San Andreas an, begegnen mir zwar auch Ruckler und Bugs, aber die Präsentation folgt einer kohärenten Ästhetik, die Los Santos und Umgebung eine wiedererkennbare Stimmung unter anderem durch sehr lange orangene Sonnenauf- und Untergänge verleiht. Bereits in den frühen Xbox- und PC-Ports ging ein großer Teil dieser originalen Lichtstimmung verloren, aber selbst diese Version wirken optisch wie aus einem Guss. Bei der Neuauflage bügelte man mit einem AI-Upscaler über Texturen drüber, aktivierte ein paar moderne Unreal Engine 4-Effekte und zerstörte damit die ursprüngliche Vision dieser Titel. This is real fucked up. Everything. Es ist höchstwahrscheinlich sehr viel Arbeit in diese remasterte Trilogie reingeflossen, aber der Eindruck einer gehetzten Entwicklung bzw. eines überforderten Entwicklerstudios bleibt bestehen. Denn nebst alter und von Mods eigentlich längst gefixter Bugs kommen auch viele neue Fehler hinzu, während das Spielgefühl nur zaghaft angepasst und teils verschlimmbessert wurde, etwa durch neue Steuerungsoptionen, die nicht für alle Fahrzeugarten geeignet sind. Und das alles für satte 60 Euro. In gewisser Weise sind Mods also wirklich die größte Konkurrenz für diese offiziellen Produkte. Aber statt sich davon inspirieren zu lassen und etwa Fans aus der Szene zu rekrutieren, so wie es etwa Sega mit Sonic Mania machten, werden sie mit dem rechtlichen Vorschlaghammer aus dem Weg geräumt. Und trotzdem freuen sich manche aus der Modding-Community über diesen Re-Release, weil Rockstar unabsichtlich so viele Quelldateien der originalen Spiele veröffentlichten und sogar die PC-Version deshalb für mehrere Tage offline nehmen mussten. Aber sag mal, überteuerte Re-Releases, offline genommene Fanprojekte, woher kenne ich das denn noch? It's me, Mario! Ah, richtig. Nintendo sind die Urväter dieser althergebrachten Tradition der Fanfeindlichkeit. Und auch in Hinsicht auf Neuveröffentlichungen liefern sie nicht immer ab. Wobei es mir bei Nintendo schwerfällt, irgendwelche Muster zu erkennen. Mal gibt es richtig gute Neuauflagen, wie Super Mario 3D World, dem mit Bowser's Fury einfach mal ein ganzes eigenes, großartiges Spiel hinzugefügt wurde. Und dann aber auch so Sachen wie die 3D All-Stars-Sammlung, die mit einem limitierten Release künstlich verknappt wurde und bei der augenscheinlich nur wenig Aufwand in das Aufpolieren der Jump'n'Run-Klassiker gesteckt wurde. Nintendos neuester Streich ist die für Extrakosten im Online-Service integrierte Emulation von N64-Spielen, die ebenfalls nicht an die Qualität von PC-Emulatoren heranreicht und nachweislich merkliche Eingabeverzögerungen und Grafikfehler in manchen Spielen aufweist. Das ist schade, vor allem da vergangene Emulatoren von Nintendo etwa auf der Wii bereits besser waren. Ich habe aber trotzdem Spaß mit diesem Angebot und das sei an der Stelle mal dazu gesagt, es ist vollkommen okay, mit diesen Titeln Spaß zu haben. Auch mit dem neuen San Andreas hatte ich bereits meine Freude, wenn ich mit aktivierten Cheats über die Weltkarte fliege. Aber es könnte, nein, es müsste alles so viel besser sein. It's embarrassing to be seen with you. Über Sonys Umgang mit Retro-Spielen habe ich mich bereits in eigenen Videos beklagt, als sie versuchten, den PlayStation 3 und Vita Store dicht zu machen, es dann aber aufgrund von Fanfeedback doch sein ließen. Wie cool wäre es, wenn ich einfach eine PS1-Disc einwerfen oder PS3-Spiele auf der PlayStation 5 herunterladen könnte. Aber daran scheint Sony kein Interesse zu haben. Was bleibt, ist die PlayStation Mini, bei der sich übrigens recht dreist bei Open-Source-Emulatoren bedient und dann trotzdem die Emulation verhunzt wurde, und das Streaming-Angebot PlayStation Now, bei dem immerhin ein paar alte Titel zur Verfügung stehen. Sony fahren aber immerhin super beeindruckende Remakes auf, wie etwa Shadow of the Colossus oder Demon's Souls. Aber selbst da wäre es schön, auch problemlos die Originale auf aktuellen Plattformen erwerben und spielen zu können. Es ist furchtbar aus Perspektive der Spieleerhaltung, wenn alte Versionen von Klassikern ohne triftigen Grund aus den digitalen Läden verschwinden und Neuauflagen die ursprüngliche Vision dieser Spiele so sehr verzerren, dass ein großer Teil der damaligen Faszination verloren geht, wie eben etwa gerade bei GTA.
Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Mit am besten gefällt mir nach wie vor das Angebot von Microsoft, die gerade erst zum 20-jährigen Jubiläum der Xbox über 70 neue Titel via Rückwärtskompatibilität zur Verfügung stellten, teils mit aufgebrezelter Auflösung und flüssigeren Framerates. Leider sind das laut Microsoft aufgrund von technischen Limitierungen und Lizenzen auch die letzten Spiele für das Backwards Compatibility Program. Dass ich das Original Nier jetzt aber in 60 FPS auf meiner Series X spielen kann, ist halt einfach super cool. Spieleerhaltung ist nicht leicht und ich bin dankbar für alle, die dafür kämpfen oder mit gutem Beispiel vorangehen. Sei es in Form von Projekten wie GameHistory.org, dem Berliner Computerspielmuseum, dem Flipper- und Arcade-Museum Seligenstadt oder halt der Xbox-Rückwärtskompatibilität. Ich hoffe, dass irgendwann, sei es bei Sony, Nintendo oder Rockstar, die Einsicht folgt, dass mit verhunzten Re-Releases, einer feindlichen Einstellung Fanprojekten gegenüber und fehlendem Respekt für den eigenen Retro-Spielekatalog auf lange Sicht mehr kaputt gemacht, als finanziell gewonnen wird. Ein schlechter Ruf kann wieder repariert werden. Xbox ist das beste Beispiel. Zur Ankündigung der Xbox One wurde die Konsole regelrecht ausgelacht. Heute fungiert Xbox in Hinsicht auf Sachen wie Zugänglichkeit oder Rückwärtskompatibilität als Vorbild. Auch wenn es wirklich bedauerlich ist, dass wir in Zukunft nicht noch mehr Original Xbox und 360 Spiele sehen werden. Da gäbe es nämlich noch so einige. Xbox-Chef Phil Spencer selbst betonte aber erst diese Woche erneut, für wie wichtig er Emulation und die damit einhergehende Bewahrung alter Spiele hält. Und dass er hofft, dass die Spieleindustrie auf legale Emulation hinarbeitet, um auf moderner Hardware jedes Spiel vorheriger Plattform abspielen zu können. So weit ist aber auch Xbox noch nicht, trotz eines beeindruckenden Katalogs an rückwärtskompatiblen Spielen. Das Versagen der GTA Remasters wäre etwas weniger traurig, wenn wir einfach unsere Original-Xbox- oder PS2-Versionen der GTA-Trilogie in die aktuellen Konsolen schmeißen könnten. Aber dass überhaupt der Chef einer der großen Publisher eine derlei positive Einstellung Emulation gegenüber hat, stimmt mich etwas optimistischer für die Zukunft. Ich glaube, dass auch so eine Enttäuschung wie der aktuelle GTA-Release gerettet werden kann. Primär vor allem durch Bugfixes und technische Verbesserungen. Ich würde mich aber etwa auch über die Möglichkeit freuen, auf die ursprüngliche Optik wechseln oder wenigstens mit Filtern oder anderen Grafikoptionen den Look der Spieler anpassen zu können. Selbst ein zu Release bereits als grafisch altbacken bezeichnetes Spiel wie San Andreas hat atmosphärisch nämlich deutlich mehr zu bieten, als das aktuelle Remaster vermuten lässt. Im Optimalfall stehen aber auch die Originalversionen irgendwann wieder zum Verkauf und werden mit offiziell abgesegneten Mods unterstützt, wie das etwa bei Bethesda-Spielen der Fall ist. Bei so störrischen Publishern wie Take-Two und Rockstar sicher ein utopischer Gedanke, aber hey, zumindest für den sicherlich kommenden Remaster-Release von GTA 4 haben Rockstar hier hoffentlich ihre Lektion gelernt. Sonst heißt es nämlich auch da wieder: Oh shit, here we go again. Wie seht ihr das Ganze? Wie wichtig ist euch Spieleerhaltung und was haltet ihr gerade von den aktuellen GTA-Remasters? Schreibt mir gern in die Kommentare. Wir würden uns außerdem freuen über eure Unterstützung auf patreon.com/hookt und steady.de/hookt. Nur dadurch ist uns Hookt nämlich überhaupt erst möglich und dort gibt's auch exklusive Inhalte, wie zum Beispiel mein Late-to-the-Party-Video zu Resident Evil 4 oder unseren zweiwöchentlichen Themen-Podcast Hookt on Topic. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.